Hallo, ich bin Katja Klengel. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin Comiczeichnerin und studiere an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Also ich bin Dirk Oberländer und ich bin Grafiker und aber vor allen Dingen Illustrator und komme aus Dresden. Ich bin die Flo, ich bin 19 Jahre alt, mache seit 2 Jahren eine Ausbildung zur Grafikerin und fotografiere ziemlich viel nebenbei, zeichne, ja, baue eben Flyer und so. Flyer mache ich eigentlich noch gar nicht so lange. Ich gehe aber dafür umso öfter ins Sabotage zur Hip Hip Swing Swing, wo ich den Veranstalter auch kenne. Und da der nun weiß, dass ich Comiczeichnerin bin, ist er irgendwann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich denn für ihn die Flyer machen möchte, weil ihm mein Stil auch ganz gut gefällt. Und dann habe ich mich nicht lumpen lassen und habe es gern übernommen und mache das seitdem. Die Lust geweckt, einen Flyer zu gestalten, hatte vor allen Dingen eigentlich das Interesse an Musik. Also ich mag Musik halt ziemlich gern, ich höre extrem viele Platten und höre halt extrem viel Musik und Flyer sind ja in der Form eigentlich immer für Veranstaltungen und da ich da gerne Leute unterstütze, die ich kenne, mit dem, was eben ich kann, bin ich eben dazu gekommen, Flyer zu machen. Zum einen mache ich das ja in der Ausbildung, da gehört das so zum Alltag, ja, neben Visitenkarten und so weiter. Und zum anderen hat mich der Mutin gefragt, ob ich das für die Tropical Party machen kann und da habe ich ja gesagt. Ja, also ich bin für das Label Spur 1 tätig, für die mache ich die Flyer, für die Hip Hip Swing Swing und für die Hip Balkan Hop Swing Veranstaltungsreihe. Und dann bin ich außerdem noch bei dem weimarischen kleinen Verlag Schwarzer Turm, für den ich die ein oder anderen Comics gezeichnet habe. Zurzeit mache ich eigentlich so den Auftritt, kann man sagen, für iPoly Music. Das ist eigentlich auch jetzt über Ecken jetzt ein Freund geworden ist von mir. Dann auch für Leute aus Plauen, die jetzt in so einer Drum and Bass Crew sind. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Zurzeit bahnt sich ja noch was mit der Scheune an, aber das ist noch nicht so ganz spruchreif. Da ich jetzt erst angefangen habe, für noch nicht so viele, ich mache das jetzt gerade nur für die Tropical Dresden Leute und in dem Fall für die Tropical Jente. Ja, ich versuche mich natürlich immer bestmöglich dem Partykonzept der jeweiligen Veranstaltung anzunähern mit meinem Flyer. Beispielsweise bei der Hip Hip Swing Swing ist das große Thema natürlich Swing, heißt Perlenketten, heißt Bobs, heißt lustige, verspielte Mode. Und das versuche ich atmosphärisch auf meinem Flyer darzustellen. Das heißt, ich schaue erstmal in irgendwelchen Modebüchern nach, lasse mich davon inspirieren, von dem Zeitgeist der 20er. Dann fange ich an, eine grobe Bleistiftskizze zu machen, die ich dann mit Feder und Tusche nachzeichne. Wenn ich dann damit zufrieden bin mit der Reinzeichnung, werde ich das Ganze einscannen und dann mit Photoshop einfärben. Ja, und dann muss eigentlich nur noch der Text drauf und kabum, schon hat man den passenden Partyflyer. Es ist meistens recht einfach. Mir wird eigentlich zu 90% freie Hand gelassen. Ich höre mir meistens die Sachen an und spreche das nochmal durch. Wir reden einfach viel darüber und irgendwie schärft sich dann doch so ein gemeinsamer Geschmack heraus und auf Basis dessen wird dann eine Grafik erstellt oder eben eine Illustration. Zum einen gibt es immer ein Thema oder ein Motto von jeder, also meistens von jeder Party, beziehungsweise die Musikrichtung sagt ja auch schon relativ viel aus. Ja, und dann ist man zum einen ja auch im Gespräch mit den Leuten, was sie sich so vorstellen, Ideenaustausch und so weiter. Und dann geht man ein bisschen auf die Suche im Internet oder wo auch immer nach Bildern für die Flyer und findet da so einiges. Und bastelt das alles am Ende zusammen und ja, hat dann ein Konzept. Schönes. Also ich kann momentan noch nicht davon leben, weil ich in allererster Linie noch Studentin bin und das erstmal Vorrang hat und ich gerade an meinem Diplom arbeite. Und wenn ich dann aber fertig bin mit dem Studium, muss ich natürlich zusehen, dass ich davon leben kann und hoffe auch, dass es dann den einen oder anderen gibt, der mir gute Aufträge gibt. Davon leben kann man nicht wirklich. Das sind ja meistens immer so ein bisschen Freundschaftsdienste, die mehr oder weniger schlecht bis gar nicht bezahlt werden. Das ist auch vollkommen okay so. Aber ich muss mich halt noch mit anderen Aufträgen im Monat über Wasser halten, damit das irgendwie klappt, damit ich mir halt wirklich dann meine Brötchen auch kaufen kann. Nein. Also von Flyern an sich für Partys auf keinen Fall. Und wenn man das professionell, beruflich betreibt, denke ich, ist es sehr schwer.